Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich jetzt schon drauf gefreut habe wieder. Ah, das wird schön. So, wir räumen ein paar Sachen von denen hier in unseren Lagerraum. Damit beginnen wir heute. Spinnenauge. Ja, Monstersachen habe ich da jetzt nicht viele. So, Holz geben wir auch hier hinein. Oh ja, Erde, 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 Bruchstein, hier, ja, Erde für die Erdferkel. So, Holzdinge wollten wir hier ablegen. Hier haben wir Holzstufen, Eichenholz, Fichtenholztreppen. Ja, wir werden das schon noch brauchen, aber im Moment, eher nicht. So, hier unten haben wir dann noch Eier, die Setzlinge nehmen wir auch mit, die brauchen wir noch. Kohle, Fenster, Kohle, oh ja, Kohle, da fehlt mir gleich ein, genau, so, das können wir wieder alles so mitnehmen. So, ich würde sagen, die Tür, die wäre auch schön gewesen, oben zum Rausschauen. Ein wenig raussehen. Aber es ist, wie es ist. Das nehmen wir uns mit. Dieses Fade-Werkzeug. Ja, ja, mein Gott, Fade-Werkzeug. So, ich glaube... Ja. Die Wolle, die Wolle, die Wolle, die Wolle. Egal. Egal, die Wolle, die Wolle, die Wolle. So, so. Hier haben wir ja genug. So, einschlichten werden wir das auch später. Wir brauchen doch ein wenig Bruchstein, weil hier fehlen uns die Hacken. So, das legen wir alles. Den Bruchstein brauchen wir. Setzling, Setzling. So, wir brauchen Hacke. Und, da machen wir gleich zwei Stück davon. Die Schaufeln sind etwas beleidigt schon, das stört uns aber jetzt mal nicht. So. Ich wollte mich, aber ja, ich will mich. So. Das ist schön. Guten Morgen. So. Also, herrlich, oder? Oh ja, hier läuft ein brennender Zombie. Ich will ihn noch einmal draufschlagen, bevor du stirbst. Ja. Sehr gut. Fleisch. So. Und zwar, ich habe natürlich wieder etwas vor. Wir haben ja das letzte Mal im Haus weitergebaut, beziehungsweise am Haus. Im Haus werden wir noch bauen. Da habe ich vor, Teppiche hineinlegen, ein kleines Esszimmerchen. Ja, so ein paar Sachen. Alles, was man da so finden kann. So, jetzt brauchen wir allerdings vorerst ein wenig Holz. Und zwar das gute Fichtenholz. Ich nehme nur das Gute, das schlechte Fistenholz, Fistenholz, das Fistelholz. So, ja, ich setze wieder dazwischen. Was soll's, was soll's? Ah, natürlich sind wir jetzt schon weit entfernt von der ehemaligen Baumschule. Ja, irgendwann wird's wieder Zeit, im Moment nicht. So. Ja. So, jetzt werden wir den Baum noch abholzen. Dann schauen wir, ob wir genug haben. Ich habe natürlich etwas Bestimmtes wieder mit dem Holz vor. Ich weiß, ihr dachtet euch da schon. Also ich muss sagen, das Haus. Super. Ja, so. So, gut. Und zwar
Oh ja, Setzling, Setzling. Ja, okay. Wenn du willst, du wächst mir hier direkt vor der Nase. Das heißt, du willst mitgehen. Ja. So. Jetzt noch ein paar Setzlinge einpflanzen. Ja. So. Die Federn wachsen prächtig, prächtig. So, was kommt auf dieser Seite? Und zwar hier jetzt das, was ich hier vorhabe, ist, ich möchte gerne ja, hier mehr Setzlinge einpflanzen. Und zwar hier vorne. Huhn. Hier vorne. Oder hier so ein Türmchen hier bauen. Ja, muss nichts Großes sein. Nein, gar nicht. 45 Fichtenholz. Ob das reicht? Ob das reicht? 45 Fichtenholz. Und zwar, wir werden einmal die Baustelle abstecken. Jetzt gehen wir mal daher. Und schauen einmal, wie dieses Inselchen aussieht. So. Hier, das kommt weg. Dieses Inselchen hier. Ja? Eigentlich ursprünglich, und da bin ich mir noch nicht sicher, wollte ich hier so ein Türmchen herbauen, aber das würde sich ja ideal für so einen Turm eignen. Ideal, oder? Ich finde schon. Ach, ist das schön. Wie sich das verändert hat. So, das heißt, wir gehen da drüben abstecken. Au! Und? So. Ja, sehr gut. Hier ist noch genug Sand. Also genug weiß ich nicht so genau, aber viel Sand. Das sind schöne Berge. Da ist auch so ein, da ist so ein Hochgebirge. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. So, da sind die vielen Hühner. Hier würde ich sagen, wir machen das nicht dort, sondern hier. Ja? Ist besser hier, mit so einem Türmchen. So, als erstes müssen wir hier natürlich die ganzen Bäume wegnehmen. Huhn, Huhn! So, die Birke, die Birke. Ja, jawohl! Fertig hier. So. Ja, Huhn. Diese Birke muss auch noch weg. Und so. Und zwar würde ich sagen, das hier wird hier eben gemacht, damit wir hier drauf, das wird sozusagen das Plateau, auf dem wir unser Türmchen bauen. Ja. Wir haben schon lange nicht mehr Erde geklatscht. Ja, die Schaufel. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wann war denn das letzte Mal mit der Schaufel? Hast du... Nein. Uff. Gut. Hey, Sand! So viel zum Thema ablenken lassen. So, aber eigentlich wollte ich ja da wieder hinauf. So, 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 so. Und jetzt hier. So, ja. So, hier die ganze Erde wegräumen und wenn das Plateau hier fertig ist, dann stecken wir den Grundriss vom Turm ab. Ja, das will ich aber mitnehmen, die ganze Erde. Und dann können wir schon anfangen, die Details des Turms zu planen. Von hier aus, das Haus sieht ja auch super aus, oder? Jetzt ehrlich, toll. So,
Großartig. Ja, das ist kein Problem. So. Vielen Dank fürs Dabeisein. In der nächsten Folge setzen wir die Grundmauern für den Turm. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.